Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Interview der Woche. Meine Gäste sind heute Andra Scharkau, Leiter der Medienwerkstatt Wismar, und Toni Brüggert von der Kita am Holzhafen. Hier die Leitung hast du inne oder haben Sie inne. Und wir sind hier, weil es wurde ein Preis gewonnen in Kooperation mit der Medienwerkstatt. Und was es damit auf sich hat, das erfahren wir jetzt ein bisschen genauer. Toni, Herr Brüggert, erzählen Sie doch mal. Ja, genau. Also wir sind ja Konsultationskita für den Bereich Medien und digitale Bildung. Und sind seit vielen Jahren schon gemeinsam mit der Medienwerkstatt, dem Filmbüro MV hier in Wismar unterwegs. Gestalten einmal jährlich auch einen ganz tollen Stop-Motion-Film. In diesem Jahr war das Thema Corona natürlich für die Kinder auch ganz, ganz wichtig. Und darüber zu sprechen und dann am Ende auch so einen tollen Film entstehen zu lassen, war ganz, ganz wichtig. Und am Ende, muss man sagen, haben wir gemeinsam den Deutschen Multimedia-Preis in Dresden abräumen können. Konnten diesmal natürlich nicht vor Ort sein, aber konnten online verfolgen und haben uns riesig gefreut, dass wir gemeinsam hier den Preis nach Hause holen konnten. Und worum geht es inhaltlich in dem Film? Corona wurde schon erwähnt. Was haben die Kinder gemacht? Ja, es war natürlich eine ganz schwierige Zeit. März plötzlich Lockdown, Kindergarten zu. Die Zeit gab es so ja noch nicht. Und wir sind auch als Kita mit den Kindern in Verbindung geblieben. Wir haben damals auch einen Online-Morgenpreis angeboten für die Kinder. Und die Kinder erzählen eben in dem Film über ihre Erlebnisse, über die 2 Monate. Wie war es eigentlich, wenn Spielplätze geschlossen sind? Wie ist es, wenn die Kita geschlossen ist, wenn man seine Freunde nicht sehen kann? Und was passiert eigentlich auch zu Hause? Ne? Eltern mussten Homeoffice machen und sich gleichzeitig um die Kinder kümmern. Und all das kann man in diesem Film hören und sehen. Und das ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Jetzt haben wir schon gehört, die Kooperation gibt es ja schon eine ganze Weile. Wie kam das Ganze dann überhaupt mal so ganz am Anfang zustande? 2012 haben wir das erste Mal zusammengesessen mit der damaligen Leitung auch und haben überlegt, Mensch, die Kita ist neu gegründet worden, gebaut worden. Können wir nicht Medienbildung mit dort unterbringen im pädagogischen Konzept? Und dann haben wir gesagt, lasst uns das probieren. Wir machen jetzt einfach mal ein Kita-Projekt und gucken ganz genau, was können wir mit den Kindern dort umsetzen, wie wird sowas funktionieren, dass es auch altersgerecht umgesetzt werden kann. Und da hat sich über die Jahre total schön eine Kooperation entwickelt und ein ganz spezielles Konzept. Das Konzept haben wir über die Jahre immer weiterentwickelt. Und wir waren ja auch schon recht erfolgreich. Also den Medienkompetenzpreis des Landes haben wir schon bekommen letztes Jahr dafür auch. Wir haben auch schon mal den Deutschen Multimedia-Preis 2013 gewonnen. Also wir sind stetig dabei, das anzupassen, zu ergänzen und uns gegenseitig da auch weiterzuentwickeln. Also ohne die Kita wären wir auch vielleicht nicht dort, wo wir jetzt sind. Und genauso auch die Kita in Kombination mit der Technik und der pädagogischen Erfahrung, die wir denn im Medienbereich haben. Ich wollte gerade sagen, was ist denn Ihr Job dabei? Na, wir haben halt die Möglichkeit, und das war jetzt auch in diesem Projekt mit dem Medienpädagogen Wenzel Venor, der das Projekt auch 1:1 betreut hat, dass er das Konzept umsetzt in Form, wie funktioniert das auch technisch, inhaltlich, dramaturgisch, dafür braucht man auch gewisse Erfahrung und das Handling auch mit den Kindern, um deren Interessen auch aufzugreifen. Und diese Tandemarbeit, die ist halt total wichtig, dass ein Leiter oder eine pädagogische Kraft aus der Einrichtung, wie hier in Wismar jetzt auch bei der Kita, das auch mit zusammenhält, das Wechselspiel hinbekommt. Weil es ist ja nicht nur Medien, es ist ja mehr. Dieses Medienprojekt setzt zwar ein Thema um, aber die Medienarbeit ist immer auch als ein ergänzendes Angebot zu verstehen. Und das ist sozusagen ein Konglomerat, was wunderbar zusammenpasst. Und wie haben die Kinder das Ganze wahrgenommen? Also die Arbeit an dem Film, an dem Projekt? Genau, also es ist so, dass sie sich natürlich schon ewig darauf freuen. Sie wissen ganz genau, ich sag mal, wenn sie die Vorschulkinder sind, dann ist es irgendwann soweit, das Medienprojekt steht an. Und diese Woche ist eben was ganz Besonderes für die Kinder und sie freuen sich darauf schon sehr. Und dann ist es auch so, dass selbst die Jungs sehr, sehr gerne basteln, obwohl sie vielleicht nicht so unbedingt die Bastelbienen sind. Und das Einsprechen beispielsweise auch von den Tonaufnahmen ist ein totales Highlight. Und was ich auch immer ganz, ganz wichtig finde, es ist eben kein vorgeschriebenes Skript, irgendwelche vorgegebenen Texte, die da gesprochen werden müssen, sondern die Kinder erzählen eben frei von der Leber weg tatsächlich, was eben beispielsweise jetzt in Corona-Zeiten passiert ist. Und das ist eben das, was diesen Film authentisch macht und was ihn eben auch so lebenswirklich macht. Und das hat den Kindern, glaube ich, richtig, richtig gut gefallen. Und was gab es als ersten Preis? Als ersten Preis gab es, wenn ich richtig sehe, 1.000 Euro, ne, die wir gemeinsam dann wieder in das nächste Projekt investieren werden. Und wir haben eben auch durch die Zusammenarbeit mit dem Filmbüro und der Medienwerkstatt eben auch uns dazu entschlossen,
uns zu bewerben als eben Konsultationskindertageseinrichtung MV für den Bereich mediendigitale Bildung. Der Bereich Medienbildung ist jetzt momentan, also in diesem Jahr jetzt dazugekommen als Bildungsbereich in der Bildungskonzeption MV, und wir sind da eben Vorreiter und ja, können sagen, in MV kann man sagen, sind wir, glaube ich, die Kita, die auf dem Bereich eben sozusagen da die Nummer eins ist, und gerne können uns auch andere Erzieherinnen und Erzieher aus den Kitas besuchen und mal schauen, wie läuft das hier eigentlich. Mhm. Und wir wollen das jetzt in den nächsten 3 Jahren noch gemeinsam weiterentwickeln und ja, dann wollen wir mal schauen, wohin der Weg uns führt. Ich drücke auf jeden Fall ganz, ganz herzlich die Daumen, ganz, ganz dolle. So, und liebe Zuschauer, Ihnen wünsche ich jetzt viel Spaß, denn im Folgenden können Sie den Film sehen. Das doofe Corona war ja noch da. Da durften wir nicht in Kindergärten sein, weil wir uns sonst anstecken wegen den Viren. Das war im März. Und wir waren 2 Monate zu Hause. Mama und Papa durften auch nicht zur Arbeit und deswegen waren die auch mit mir zu Hause. Oma und Opa haben auch auf mich aufgepasst. Der Spielplatz hatte auch zu. Wir durften uns nicht mit unseren Freunden treffen. Für Mama und Papa war das auch anstrengend. Weil die ja zu Hause arbeiten mussten. Und sie mussten auf uns aufpassen. In der Zeit bei Corona musste man sich ganz viel bewegen. Wir haben auf der Konsole vom Fernseher getanzt. Mir ist dann irgendwann langweilig geworden zu Hause. Ich habe es vermisst, in die Kita zu gehen. Weil da so viel Spielzeug war im Kindergarten und dann man zu Hause nur sein Spielzeug hatte. Ich konnte nicht einschlafen, weil ich nicht genug gespielt habe. Einmal haben wir von der Kita einen Osterhasenbrief bekommen. Da haben wir uns ganz toll rüber gefreut. Wir haben einen Morgenkreis auf dem Tablet, Computer oder iPad oder Handy gemacht. Da haben wir gesungen, wir konnten mittanzen. Aber das fand ich trotzdem nicht toll, weil man kann zum Beispiel nicht neben einen sitzen und dann konnte die anderen nicht drücken. Wir sind richtig froh, dass wir wieder in der Kita sind. So lacht sie eigentlich, siehst du? Ich liege im Gras und schau zum Himmel auf. Schau die ganzen Wolken. Ich lass dich aus. Und fliegt ein Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm raus. Hallo Flieger, und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Und ich